Wie kommen wir da raus aus der Banken? Also es ist von entscheidender Bedeutung, dass wir die Bilanzen der Banken bereinigen. Wir haben ja das Problem, dort stehen Wertpapiere, die immer weniger wert sind. Von einigen wissen wir überhaupt nicht, in toxischen Papieren, was sie wert sind. Und die müssen raus aus den Bankbilanzen, denn sie führen dazu, dass über einen Dominoeffekt die Wertberichtigung der einen Bank dazu führt, dass die andere Bank ebenfalls Bilanzprobleme bekommt, dass die Kurse immer weiter in den Keller gehen und dass dadurch gar keine Möglichkeiten mehr bestehen, Kredite an die Realwirtschaft zu geben. Und das muss unterbrochen werden. Und hier ist die Bad Bank. Die heißt zwar Bad Bank, weil das klingt erstmal nach schlecht, ist aber eine gute Lösung. Das heißt, wir übernehmen die Wertpapiere der Banken, die schlechten Wertpapiere, tun sie in eine Bad Bank und geben den Banken dafür eine sichere Bilanzposition, nämlich sogenannte staatliche Zero-Bonds. Zero-Bonds sind Bonds, die nicht verzinslich sind, aber es sind Papiere, die absolut sicher sind. Die Banken brauchen sie nicht abzuschreiben, denn der Staat steht dahinter als Schuldner. Aber sie bekommen keine Zinsen für diese Bonds. Und das ist ihre Strafe sozusagen dafür, dass sie in der Vergangenheit Verluste erwirtschaftet haben. Und damit erreichen wir Folgendes. Die Banken haben keinen Abschreibungsbedarf mehr. Der Dominoeffekt ist unterbrochen. Sie müssen aber lange warten, bis die toxischen Papiere von der Bad Bank verwertet worden sind. Und erst dann, wenn über die Verwertung dieser toxischen Papiere und die Wiederanlage am Kapitalmarkt genug Geld zusammen ist, um die Zero-Bonds auszulösen, dann bekommen die Banken letztlich Geld dafür. Und der Vorteil ist, die Banken haben das Bilanzproblem weg, sie zahlen die Zeche trotzdem verteilt über einen sehr langen Zeitraum selber und der Steuerzahler wird nicht belastet, denn der Steuerzahler muss hier keinen Cent dazugeben. Und noch ein wichtiger Nebeneffekt, das sogenannte Bewertungsproblem, dass wir also gar nicht wissen, was diese Papiere wert sind, löst sich von selbst, denn dadurch, dass der Staat diese Papiere tatsächlich am Kapitalmarkt verwertet, erfährt er ja, was sie wert sind und erst wenn das erfolgt ist, bekommen die Banken den Gegenwert. Insofern schlagen wir viele Fliegen mit einer Klappe und wir können dann darauf hoffen, dass die Banken wieder Kredite geben an die Realwirtschaft, statt sich mit weiteren Wertpapierabenteuern zu verzocken.